Und der erste Redner ist am Pult, Ernst Gödel, ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, meine geschätzten Damen und Herren, Hohes Haus, Europa, Asyl europagerecht umsetzen, so lautet der Titel des Volksbegehrens, das wir nun unter diesem Tagesordnungspunkt behandeln. Es war übrigens das erste Volksbegehren nach der neuen Rechtslage. Und ich darf den Initiatoren sehr, sehr herzlich gratulieren und danken. Mit 135.000 Unterschriften ist dieses Volksbegehren eben auch ins Parlament gelangt und wird hier heute debattiert. Und vorangegangen ist bereits ein breites Hearing, wo wir die verschiedenen Aspekte auch von verschiedenen Seiten bereits auch beleuchtet haben. Also danke den Initiatoren, dass sie sich diese Mühe gegeben haben. Und ich glaube, dafür dürfen wir auch einen Applaus aussprechen. Was wollen die Initiatoren? Was wollen die Initiatoren? Sie fordern eine gerechtere, solidarische Verteilung der Kosten für das Asylwesen innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten. Und sie fordern ein funktionierendes Management an den EU-Außengrenzen. Also Forderungen, die wir prinzipiell, denke ich, alle unterstützen. Aber es zeigt eben, dass es eine sehr, sehr starke europapolitische Komponente hat. Und der Professor Oppexer von der Uni Innsbruck hat es dann auch ausgeführt in seinem Vortrag hier beim Hearing, in dem er gesagt hat, ja, dieses Hauptbegehren, das kann, wenn, dann nur auf europäischer Ebene erledigt werden. Und tatsächlich hat ja die Europäische Kommission voriges Jahr im September ein Paket vorgelegt, ein Paket für Asyl und Migration, das derzeit in Diskussion ist und wo auch Österreich aktiv teilnimmt an der Diskussion, wo wir einige Punkte für sehr gut befinden und einige Punkte aber auch noch überdenken wollen. Der zweite Vorschlag in dem Asylvolksbegehren war, dass quasi Österreich Verfassungsgesetze beschließt, um einen europaweiten Asylfinanzausgleich zu erzwingen, indem man auch Beiträge an die Europäische Union einhält. Auch hier war die klare Aussage von Professor Oppexer, dass dies aufgrund des Unionsrechts so nicht möglich ist und so auch nicht umgesetzt werden kann. Dennoch ist dieses Volksbegehren, glaube ich, ein sehr guter Grund, hier aktiv zu diskutieren, weil es tatsächlich den Finger auf eine offene Wunde innerhalb der Europäischen Union legt, nämlich die Europäische Union braucht dringend ein krisenfestes Asyl- und Migrationssystem, das dieser globalen Herausforderung der Migration, wirklich eine globale Herausforderung auch gewachsen ist. Denn was hat sich in Europa in den letzten Jahren gezeigt? Es hat sich gezeigt, dass einige wenige Staaten überproportional belastet werden. Und Österreich gehört zu jenen Staaten, die ein großes Zielland für viele Migranten und Migrantinnen waren, für viele Asylsuchende in den letzten Jahren waren. Und die Zahlen, und ich glaube, wir sollen es doch sachlich auf Zahlen diskutieren, grüß Gott, Herr Innenminister, auf Zahlen fokussieren. 200.000 Asylanträge, über 200.000 Asylanträge wurden in den letzten Jahren in Österreich gestellt und über 125.000 Menschen haben einen positiven Asylbescheid bekommen, also eine Schutzgewährung wurde ausgesprochen. Darunter waren 55.000 minderjährige Burschen und Mädchen, die auch eben einen Asylstatus erfahren haben. Also Österreich hat wirklich Außerordentliches geleistet und ich denke, Frau Dr. Crisper und viele, die immer wieder sehr kritisch hier argumentieren. Niemand in Österreich, niemand vom Kaunertal bis zum Neusiedlersee, vom Waldviertel bis nach Hermagor, niemand braucht sich für diese Leistung im Bereich des Asyl- und Fremdenwesens für Österreich genieren. Ich glaube, das muss einmal ganz deutlich ausgesprochen werden. Denn die Folge von Zuwanderung ist natürlich auch, dass wir eine große Aufgabe im Bereich der Integration haben. Und hier sehen wir auch, dass auch andere Länder in der Europäischen Union, die ähnlich belastet sind und waren wie wir, hier auch den gleichen Weg gehen. Und Sie werden wahrscheinlich in den folgenden Wortmeldungen vielleicht auch noch das Thema Moria zum Beispiel ansprechen. Und schauen Sie da zum Beispiel nach Dänemark, wo eine sozialdemokratische Ministerpräsidentin in einer Alleinregierung, in einer Minderheitsregierung zum Beispiel, auch ganz klar gemacht hat, wir müssen jetzt integrieren. Null Asyl hat sie sogar als Devise ausgegeben. Oder schauen Sie nach Schweden, wo eine rot-grüne Regierung derzeit die Geschicke des Staates leitet und auch festgehalten haben, wir müssen zuerst in die Integration investieren, bevor wir weitere Zuwanderung und weitere Asylsuchende aufnehmen können. Also es ist keine Frage einer politischen Färbung oder einer politischen Farbe, sondern es sind die Fakten, die uns hier ganz klar den Weg in die Zukunft weisen. Und daher
steht Österreich auch für eine ganz klare Linie, nämlich dass wir Integration ganz an den Vordergrund stellen und keine weiteren Asylsuchende bei uns aufnehmen wollen. Und meine Damen und Herren, Österreich hat, wie gesagt, Außerordentliches geleistet. Und es ist unbestritten, dass das Asylwesen zu jeder Zeit auf einer rechtsstaatlichen Basis stehen muss, dass die Europäische Menschenrechtskonvention gelten muss, dass die Genfer Flüchtlingskonvention gelten muss. Das ist unbestritten. Aber es muss auch klar sein, dass wir ganz klar zwischen Asyl und Migration unterscheiden müssen. Und Österreich, meine Damen und Herren, das über 125.000 Menschen in den letzten Jahren Schutz gewährt hat. Österreich, das an zweitmeisten unbegleiteten Minderjährige aufgenommen hat, an zweiter Stelle in Europa hinter Schweden. Österreich, das, und das habe ich auch erwähnt, in den letzten Jahren, im letzten Jahr 2.488 Menschen ein humanitäres Bleiberecht gewährt hat. Und Österreich, das ganz massiv sich engagiert in der Hilfe vor Ort, nämlich auch in Griechenland und in anderen Regionen dieser Welt. Dieses Österreich, meine Damen und Herren, ist ein christlich-soziales Land und darauf dürfen wir stolz sein. Meint Ernst Gödel von der ÖVP, die EU brauche ein krisenfestes Migrationssystem, denn einige wenige Staaten in der EU würden überproportional belastet, wie zum Beispiel Österreich.